In 7 Teilen schauen wir zurück auf das Jahr 2011. Ein Jahr, das viele Schlagzeilen gebracht hat. Im Sommer dieses Jahres wurden sie von 3 großen Themen dominiert. Von der Eurokrise, vom Sturz des langjährigen libyschen Diktators Gaddafi und von den schweren Krawallen in London. Ben Huwile und Daniel Stößel. In London brechen Anfang August schwere Unruhen aus. Auslöser ist der Tod eines jungen Mannes. Er ist bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Demonstranten verlangen Aufklärung. Die Situation eskaliert. Polizeiautos, Busse und Häuser gehen in Flammen auf. Die Krawalle breiten sich in den folgenden Nächten aus, auch auf andere Städte. Zahlreiche Brände werden gelegt. Jugendliche werfen Schaufenster ein und plündern Geschäfte. Die Polizei ist überfordert und bekommt die Lage erst nach Tagen unter Kontrolle. England streitet über den Zerfall der Sitten. Im Sommer stehen die USA kurz vor der Staatspleite. Die Schulden wachsen rasant. Die Politiker können sich wochenlang nicht auf die Anhebung der Schuldengrenze einigen. Erst im letzten Moment gelingt ein Kompromiss. Der Imageschaden für die USA ist gewaltig. Ihre Kreditwürdigkeit wird herabgestuft. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Börsenkurse brechen weltweit ein. Auch wegen der andauernden Probleme im Euroraum. Die Märkte bewegen sich ruckartig hin und her. Das macht alles sehr stressig und den Handel schwierig. Der Schweizer Franken schießt in die Höhe, beziehungsweise der Euro fällt. Am 9. August sind sie fast gleich viel wert. Der Einkaufstourismus boomt. Immer mehr Schweizer decken sich jenseits der Grenze ein, um vom starken Franken zu profitieren. In der Schweiz gibt der Handel die Währungsgewinne kaum weiter. Coop reagiert und wirft publikumswirksam ausländische Markenartikel aus dem Sortiment. Auch andere Detailhändler wehren sich gegen die hohen Preise der Hersteller. Die Exportindustrie und der Tourismus leiden. Die Gewinnmargen werden immer kleiner. Der starke Franken droht, das Wirtschaftswachstum abzuwürgen. Am 6. September schreitet die Nationalbank ein. Sie toleriert ab sofort keinen Euro-Franken-Kurs unter 1,20. Die Nationalbank wird diesen Mindestkurs mit aller Konsequenz durchsetzen. Bis heute geht die Strategie auf. Der Frankenkurs bleibt auf hohem Niveau stabil. Irene heißt der erste Hurrikan der Saison. Im August zieht der Monstersturm der US-Ostküste entlang Richtung New York. Die Metropole bereitet sich auf das Schlimmste vor. Der öffentliche Verkehr wird eingestellt, Geschäfte, Bars und Restaurants geschlossen. New York wird zur Geisterstadt, kommt aber schließlich glimpflich davon. 20. August. In Libyen beginnt die Schlacht um Tripolis. Die Rebellen dringen rasch ins Zentrum vor. Die Kämpfe konzentrieren sich auf den Militärkomplex Bab el-Azizia, die Burg der Angst. Nach 3 Tagen ist sie erobert. Das Zentrum von Gaddafis Macht ist in den Händen der Rebellen. Die Symbole seiner Herrschaft fallen. Vom Gaddafi-Clan jedoch fehlt jede Spur. In welchem Luxus er gelebt hat, wird nun sichtbar. Die Villen der Gaddafi-Familie werden zu beliebten Ausflugszielen der Bevölkerung von Tripolis. Zwei Monate später. Die Rebellen nehmen die Stadt Sirte ein, die letzte große Bastion der Gaddafi-Getreuen. Dann, am 20. Oktober, beginnt für Libyen eine neue Zeitrechnung. Gaddafi fällt in die Hände der Aufständischen. Sie kennen keine Gnade. Er wird den Tag nicht überleben. Gaddafi sei auf der Flucht gefasst worden, berichten Rebellen. In diesem Abflussrohr habe er sich versteckt. Der Übergangsrat informiert die Weltpresse. Muammar Gaddafi ist tot.
Wir Libyer haben auf diesen historischen Moment lange gewartet. Libyen feiert. Der Diktator ist weg. 42 Jahre hat er über das Land geherrscht. Nun soll eine Übergangsregierung das Land in eine neue Zukunft führen. Die ersten freien Wahlen sollen 2012 stattfinden. Am 7. September gibt Micheline Calmire ihren Rücktritt aus dem Bundesrat bekannt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich am 14. Dezember 2011 nicht zur Wiederwahl stellen werde. 9 Jahre lang hat sie das Außendepartement geführt und maßgeblich geprägt. Sie ist zum Teil eine Individualistin, aber durchaus eine interessante Persönlichkeit. Ja, Micheline Calmire war eine große Internationalistin. Sie hat immer wieder die Schweiz mit ihren Sololäufen in schwierige Situationen gebracht. Sie war fähig, die Interessen der Schweiz zu vertreten, auch gegen die Interessen der eigenen Partei. Satte 2 Milliarden Dollar Verlust. So viel. By a single trader. Am 15. September macht die UBS international Schlagzeilen. Ihr Kontrollsystem hat versagt. Ein Händler in London hat der Bank mit unerlaubten Geschäften einen Verlust von 2 Milliarden Franken eingebrockt. Die UBS steht erneut vor einem Scherbenhaufen. Treten Sie zurück? Das ist ein herber Rückschlag und wir sind ja gerade angetreten in 2009, um das Vertrauen in die UBS wieder zurückzugewinnen. Meine Zukunft entscheide nicht ich alleine. Die Nachricht vom neuerlichen UBS-Debakel sorgt im Nationalrat für Empörung. Er berät gerade über die Too-Big-to-Fail-Vorlage. Er wird der Bankenregulierung später zustimmen. Sie sind alle empört. Sie sind sprachlos. Ja, warum? Haben Sie etwas anderes erwartet? Haben Sie denn erwartet, dass die UBS ihr Geschäftsmodell ändere? Eine Woche später tritt Oswald Grübel zurück. Auch Verwaltungsratspräsident Kaspar Villiger wird sein Amt frühzeitig abgeben. Es ist die Zeit der Filmfestivals in der Schweiz. In Zürich gibt sie viel Leinwand und sonstige Prominenz die Ehre. Ein Hauch von Hollywood liegt für ein paar Tage über der Limmatstadt. Wie gewohnt in romantischer Atmosphäre trumpft auch das Festival in Locarno Wochen zuvor mit gewichtigen Stars auf. Es sei ein guter Jahrgang gewesen, sagen Kritiker.